So, meine Lieben, noch 17 Tage bis zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft und natürlich gibt's auch heute am Montag, den 26.05. mal wieder ein paar WM-News. Was gibt's Neues rund um das deutsche Team, aber heute auch so ein bisschen rund um die ganzen anderen Nationen, denn da habe ich dann doch ein paar interessante Neuigkeiten, vielleicht nicht ganz so pikant wie zuletzt, als es um Großkreuz ging, der sich ja letztendlich so ein bisschen... ja, nicht so wirklich fein benommen hat, an der Hotelsäule gepinkelt hat. Wer es nicht mitbekommen hat, nochmal schnell die letzte Folge checken. Das nur so am Rande, aber ich habe euch versprochen, wenn ich was Neues weiß rund um Nico Granča, dann werd ich's euch melden, so rum. Und das kann ich jetzt auch leider tun für alle Kroatien-Fans. Es tut mir leid, aber Granča wird für die WM auf jeden Fall ausfallen. Der 29-Jährige, ich habe es ja angesprochen, hat da im entscheidenden Aufstiegsspiel in Wembley gegen Derby County sich am linken Oberschenkel verletzt, ist ausgewechselt worden. Sprich, er wird jetzt da auf jeden Fall nicht mit zur WM mitfahren, hat eine Muskelverletzung. Genaueres ist dann auch noch nicht so wirklich bekannt. Pikant war es gestern. Ich komme immer wieder drauf, ne? Unglaublich. Ist bereits der dritte Ausfall von Trainer Niko Kovac, der zusammen mit seinem Bruder das Ganze leitet, nach Iličević und Ivan Strinic, den ich jetzt gar nicht so richtig auf der Pipeline habe. Aber gut, man wird sehen, Kroatien ist ja mit Gastgeber Brasilien, mit Mexiko und Kamerun in der Gruppe. Das ist sicherlich nicht einfach, ganz klar vor allem. Ich schätze, Brasilien wird ganz oben stehen. Mexiko und Kroatien werden sich meiner Meinung nach so ein bisschen um den zweiten Platz streiten, wobei man auch Kamerun nicht vergessen darf. Also eine ziemlich coole Gruppe da oben, beziehungsweise in Gruppe A. Richtig nice Teams, von dem her bin ich da mal gespannt. Aber ich will jetzt auch keine WM-Gruppenprognose abgeben, das gibt es vielleicht noch wann anders. Dann machen wir weiter mit Luis Felipe Scolari, der Deutschland ja als Halbfinalgegner sieht. Und mehr oder weniger so als Zwischenstation. Ich lese euch einfach mal schnell das vor, was ich heute Nachmittag entdeckt habe. Und zwar, wir gegen Holland, danach Italien oder Uruguay. Aber wir denken eher an Italien. Es wären zwei Weltmeister, sagte der 65-Jährige. Dann gegen Deutschland und zum Schluss Argentinien. Um zu gewinnen, müssten wir drei Weltmeister überwinden. Heißt, gegen Holland im 16. Finale, dann gegen Italien im 8. Finale oder gegen Uruguay. Aber die beiden denken, beziehungsweise Scolari denkt da eher an Italien. Klar, Uruguay und Brasilien sind nicht unbedingt die besten Freunde, ganz klar. Dann gegen Deutschland und zum Schluss, wie gesagt, gegen Argentinien im WM-Finale und dann... bin ich mal gespannt, ob das so ausgeht. Was meint ihr? Wird Deutschland da wirklich im Halbfinale geschlagen von Brasilien? Es könnte ja gut sein, aber wir hoffen es einfach mal nicht. Wir hoffen nicht, dass es letztendlich so kommt. Dann noch ein, zwei News, beziehungsweise was Kleines aus dem DFB-Quartier. Und zwar waren die Doping-Kontrolleure heute mal im Camp. Training musste 30 Minuten später beginnen, nachdem da ein paar Kontrollen unternommen worden sind. Das soll es jetzt auch bei jedem der 32 Mannschaften geben, sprich, da soll überall was durchgeführt werden. Alles natürlich unangekündigt, von dem her hat man nicht damit rechnen können. Und von dem her hat sich alles ein bisschen verzögert, aber ja, alles auch halb so wild. Ein anderes Team, eine andere Nation, die jetzt auch in die Vorbereitung startet, ist Argentinien mit 26 Spielern, die da mitfahren, beziehungsweise die sich erstmal zeigen dürfen von Trainer oder Vortrainer Alejandro Sabella. 30 Kilometer von Buenos Aires sind sie da entfernt und treffen dann in der Gruppe F auf Bosnien, auf den Iran und auf Nigeria. 3 muss er noch streichen, aber ich denke, ein Messi oder so wird nicht mit dabei sein. Also von dem her auch nicht wirklich eine absolut überraschende und brutale Nachricht, die ich da verbreitet habe. Und dann vielleicht noch, zwei Personalien, die verlängert haben. Zum einen fangen wir mal an mit der vielleicht etwas uninteressanteren, nämlich Trainer Appiah hat bei Ghana seinen Vertrag verlängert bis Juli 2016, sprich er wird auch Ghana bei der Afrika-Meisterschaft im kommenden Jahr in Marokko betreuen, rund um Kevin Prince Boateng und ja, die treffen wir dann im zweiten Spiel auf uns, ne? Am 21. Juni ist es soweit, das zweite Gruppenspiel Deutschland gegen Ghana. Und die andere Personalie wäre noch Cesare Prandelli, der auch seinen Vertrag verlängert hat, auch bis 2016, bis zur Europameisterschaft in Frankreich, wird er da also erstmal an der Seitenlinie für die Italiener stehen. Und damit würde ich sagen, war es das mit dieser Folge, mit den WM-News soweit, alles mit reingepackt, was ich heute gefunden habe. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer, ein Däumchen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Und jetzt seid ihr dran, ab in die Kommentare, was meint ihr zu den Themen, über die ich gerade so ein bisschen gelabert habe. Und wenn ich was vergessen habe, unbedingt reinschreiben, dann quatschen wir da in der nächsten Folge drüber. Ich würde sagen, das war's. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.